Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Man kann natürlich jemandem einen Privatdetektiv auf die Füße heften, wenn man glaubt, dass der vielleicht seinen Ehepartner oder Dienstgeber bescheißt bzw. sonst irgendetwas zu verbergen hat. Wobei, ich glaube aber, wenn man dem dann direkt einen Alien-Privatdetektiv auf die Fersen heftet, dann hat man selbst ein bisschen mehr zu verbergen als die Person, die man überhaupt beschatten lässt. Weil ganz ehrlich, wo kriegt man einen Alien-Privatdetektiv her und wie zum Teufel hast du die Zugangsdaten für Area 51 bekommen, beziehungsweise könnte das Ganze am Ende aber auch einfach nur ein interessantes Science-Fiction-Konzept sein von einem Film, den uns Vinegar Syndrome hier mit neu gezeichneten Cover-Artwork als limitierten Blu-ray-Schuber präsentiert. Das ist ein Film, der übrigens unter dem Titel Space Detective, ein Alien in L.A., also quasi in L.A., wobei ich in dem Fall gar nicht weiß, ob der Alien sich eher im L oder im A von L.A., ich höre eh schon auf, wiederfinden könnte. Das ist ein Actionfilm, der kam von Virgin Video, laut OFDB ungeschnitten auf den deutschen VHS-Markt mit einer FSK-Freigabe ab 18 Jahren, landete aber natürlich trotzdem auf dem Index für jugendgefährdende Medien, verblieb dort von 1991 bis hin zum automatischen Zeitablauf im April 2016, hat aber tatsächlich, obwohl der Film jetzt mittlerweile schon einige Jahre vom Index ist, noch keinen neuen deutschsprachigen Release spendiert bekommen. Und da finde ich eben sehr interessant, dass wir dann hier auf dem Cover-Artwork, finde ich, mit diesem Alien-Schriftzug schon einen sehr schönen 70s-Flair eigentlich haben, obwohl der Film tatsächlich aus dem Jahr 1987 ist. Aber ich mag trotzdem irgendwie diese lila, rosa, orangen Signalfarben, die hier auf diesem Cover-Artwork verwendet wurden. Das sieht eigentlich wirklich ziemlich schön aus. Auch das Backcover ist übrigens in dem Fall eine neu gezeichnete Version. Ganz besonders genial finde ich, wie hier dieser Totenkopf-Goldzahn sogar wirklich nach außen geprägt und mit einem partiellen Gloss-Effekt versehen wurde. Das ist wieder mal so ein kleines, feines Detail, das ich persönlich dann einfach nur ziemlich cool finde. Aber wir können an der Stelle dann natürlich auch ins Innere schauen. Da kommen wir gleich zu einem bekannteren Motiv von diesem Film. Das hier war nämlich auch das Motiv, das wir auf der alten deutschen VHS-Kassette gesehen haben. Also während ich fast davon ausgehen würde, dass das vorher gezeigte Cover-Artwork von euch niemandem bekannt vorkommen dürfte. Das hier könnte der ein oder andere von euch damals in den Videotheken gesehen haben. Mir persönlich gefällt das unglaublich gut und eigentlich wirklich deutlich besser als dieses Cover-Artwork. Das finde ich ein bisschen an Dark Angel angelehnt ist, wobei hier der Kerl mit der Schrotflinte eher so eine optische Mischung aus Matthias Hüß und Dolph Lundgren ist. Wir schauen dann einmal auf das Backcover, erfahren, dass der Film in 4K vom Originalkameranegativ hier abgetastet und restauriert wurde, dass es sich um eine Region Code Free Blu-ray handelt, die also demnach auch problemlos bei uns laufen sollte. Beziehungsweise finden dann hier im Inneren auf der einen Seite natürlich eben das alte VHS-Cover-Artwork zu dem Film auf der Disc. Sehr schade, finde ich eigentlich, dass das ebenfalls nicht schlecht aussehende, offensichtliche britische VHS-Cover-Artwork, das zumindest in der OFDB noch registriert ist, nicht auch irgendwo bei diesem Release verwendet wurde. Aber ich muss sagen, das ist optisch ein wirklich wunderhübsches Package, das wo Vinegar Syndrome mir dann auch wieder einen Film serviert, auf den ich mich persönlich wirklich, wirklich freue.